Robert, wie bist du auf die Idee gekommen, einen Boxfilm zu drehen? Welche Motivation oder Inspiration war dein Antrieb? Gut, Punkt 1 natürlich, dass ich selber riesengroßer Boxfan bin. Also ich bin ja damals schon in den 90er Jahren bei den Kämpfen von Mike Tyson in der Früh um 4 Uhr, in der Früh war es glaube ich, aufgestanden und wir haben mir die Live-Kämpfe im Fernsehen angesehen. Punkt 2 bin ich im Zuge unserer Dreharbeiten draufgekommen, dass das Boxmotiv jeden interessiert. Altersunabhängig. Meine Eltern zum Beispiel sind 80 Jahre, schauen sie heute noch jeden Klitschko-Boxkampf an. Und bei den Dreharbeiten zu unserem Hauptkampf hatten wir einen 9-jährigen Besucher, dessen Mutter mir dann nachher gesagt hat, das war für ihn wie Weihnachten. Also Boxen interessiert, ja, es ist ein öffentliches Thema und auch altersunabhängig. Das war mir der erste Grundgedanke. Der zweite war natürlich, dass wir bereits in diesen alten PVI-Folgen, wo wir schon ein paar kleine Clips gedreht haben, wir ein Rocky-Lauf-Thema gebracht haben, eine Hommage an das Lauftraining von Rocky, und wir mit einem 12-sekündigen Zusammenschnitt dessen doch tatsächlich den Publikumspreis des Landjäger Kürzest Filmfestivals gewonnen haben. Das war natürlich Motivation, etwas Größeres, Längeres zu machen. Und nicht zuletzt war natürlich auch eine Motivation, ich kannte keinen österreichischen Boxfilm. Hallo? Nach langer Recherche, und ich bin durch Stahlbäder an Überprüfungen gegangen, wurde es dann wirklich klar, dass wir der allererste österreichische Boxfilm sind. Ja? Der erste österreichische Boxfilm in einer österreichischen Produktion. Bestätigt durch das Filmarchiv Austria, bestätigt durch das Österreichische Filmmuseum, bestätigt durch die offizielle Plakatsammlung der Stadt Wien und ich bin durch die härtesten Facebook-Gruppen gegangen, wo alle Filmschaffenden konzentriert sind. Die hatten natürlich manchmal Einwände, manchmal Bestätigungen, aber Fakt ist letztendlich, es gibt in österreichischer Produktion zwei Dokumentationen, ein Porträt, was auch wieder eine Dokumentation ist, und es gab eine Trautmann-Folge für alle deutschen Zuschauer, das ist so eine Serie, eine Krimiserie, eine österreichische, gab es eine Trautmann-Folge, die was im Boxmilieu gespielt hat. Aber der allererste österreichische Boxspielfilm, und unabhängig, ob das jetzt amateurhaft ist oder nicht, ist Auer. Robert Auer, vor der Kamera nicht der Mann der großen Worte. Das ist allerdings kein Zufall. Wieso hast du das Drehbuch so angelegt, dass du im Film kein einziges Wort sprichst? Gute Frage, habe ich auch schon oft gestellt bekommen. Zunächst war es einmal eine Art Stilmittel von mir. Es gibt ja wenig Hollywood-Filme, wo der Hauptdarsteller kein Wort spricht. Ich nenne da als Beispiel Valhalla Rising. Gut, der hat es einfach, es spielt auch nur ein Darsteller mit in diesem Film und sonst niemand. Aber ich dachte mir, das setze ich ein für die Figur des Auers. Ja. Ich dachte mir, dass das passt, ja. Dass er nicht spricht, passt zu seiner Charaktere. Und ich wollte auch den Zusehern eine Art Interpretationsfreiheit lassen. Ja. Warum spricht der Auer nicht? Ist es ihm verboten worden? Wurde er verletzt, am Kehlkopf meinetwegen, oder war es dann doch letztendlich die kurze, dezente Ansprache seines künftigen Trainers, wo er meinte, und du sagst nichts, Auer, außer vielleicht ja, Trainer. Mal sehen, wie die Leute, die Zuseher entscheiden. Technisch gesehen war das eine Entscheidung des Mehraufwandes. Ja? Denn wenn aus Monologen Dialogen wird, dauert der Film automatisch länger. Unser Ziel war aber vorab, unter einer gewissen Grenze zu bleiben, dass der Film nicht zu lange wird. Und deswegen habe ich meine Monologe absichtlich herausgestrichen. Und dass es Sinn hatte, sieht man ja wahrscheinlich hier in diesem Interview. Aber ist es nicht eine größere Herausforderung, Emotionen und Gefühle über Mimik und Gestik zu vermitteln? In jedem Fall. Die Menschheit hat ja nicht umsonst die Sprache erfunden, um sich detailliert und besser ausdrücken zu können. Das heißt, meine Aufgabe war jetzt, weg von der Sprache, hin zur Mimik.
den Leuten, die mich unterstützen im Film, zu zeigen, okay, ich akzeptiere dich, ich danke dir, ich trauere, das in meiner Mimik darzustellen, ja, war schon eine ziemliche Herausforderung, hatte ich auch noch nie erstmalig geschehen. Ich hatte aber noch ein kleines Hilfsmittel. Und zwar, was bei der Premiere wahnsinnig gut angekommen ist, und zwar diese Schulterklopfaktionen. Ja. Das war für mich quasi auch ein Zeichen der Dankbarkeit, dass die Leute sich um mich gekümmert haben, also um die Figur Auer. Und je mehr das zum Einsatz kam im Film, desto besser ist es vom Publikum angenommen worden. Und zum Schluss hatten wir schon Lachstürme im Premierenkino. Und da bin ich wirklich froh, dass das so gut bei den Leuten angekommen ist. Und ich bin dankbar auch den anderen Darstellern, die mir auch die Möglichkeit gegeben haben, dass ich so agieren konnte. Denn das Gegenüber muss natürlich auch passen, damit ich die gesamte Mimik an den Tag legen kann, die eben die jeweilige Szene erfordert hat. Und diese ganz traurige Szene im Wohnwagen mit dem Fotos, mit den Bildern, mit den Fotos von meiner verstorbenen Frau und verstorbenen Tochter. Diese Fotos sind tatsächlich beide meine Mutter im Kindes- und im Erwachsenenalter. Wir konnten natürlich keine fremden Fotos verwenden aus rechtlichen Gründen. Und da fiel mir diese traurige Mimik, dieses Weinerliche gar nicht mal so schwer, denn erstens einmal hatte ich das Bild von meiner Mutter und, vor mir. Und es hat in dem Wohnwagen, ich schätze mal 38 Grad, glaube ich, hat das Thermometer gemessen. Also das war dann ziemlich noch einfach. Andere Szenen waren schwieriger, aber ja gut, ich meine, was macht man jetzt alles für Auer? Wir hatten ja auch noch eine kleine Nacktszene von mir, wenn ich die noch ganz kurz ansprechen darf, und zwar im Boxclub Octagon nach meinem Nachttraining sieht man mich ja duschen. Und das ist ja auch so ein Momentum in jedem Boxfilm, man sieht den Boxer irgendwann einmal duschen. Ja. Und man sollte glauben, Clemens hat es doch tatsächlich geschafft, dass er mich nur bis zum Lendenwirbel filmt. Ja. Ab Arsch abwärts sieht man nichts mehr, aber ich kann hier vor On-Cam gestehen, ich war auch bei diesem Dreh nackig. Ein schönes Beispiel dafür ist ja auch der Gastauftritt von Richard Lugner. Ja, ich wollte im Film unbedingt jemanden Bekannten haben, ja, den man kennt. Zuerst habe ich angefragt, es wird mir niemand glauben, aber es war tatsächlich so, den Wiener Bürgermeister Michael Häupl. Und zwar hätte ich ihn gerne engagiert gehabt für meine Verabschiedungsszene. Die Verabschiedungsszene von Zokarov war ja bereits abgedreht. Da war es klar, spielt eine Darstellerin die russische Verbandspräsidentin. Ne? Und ich habe mir vorgestellt, Wiener Bürgermeister verabschiedet Auer zum Kampfoffizier, würde passen. Gut, ich habe natürlich gleich dann die Negativantwort vom Pressebüro des Bürgermeisters bekommen. Nein, macht er prinzipiell nicht. Alles klar. Nächste Stufe, Vizebürgermeisterin Maria Vasilaku. Antwort vom Pressebüro, nein, sie vermischt nicht so gern Realität und Fiktion. Alles klar. Gut, somit konnten wir mein Politiker vergessen, war auch gut so. Denn dann kam mir die Idee, wieso integrierst du nicht jemanden in den Auer-Film, den man in Österreich und in Deutschland kennt. Ja, und da gab es nur einen, der für mich in Frage kam, und das war eben unser lieber Baumeister Mörtel, Richard Lugner. Wo ich mir dachte, der würde vielleicht sich gern vor die Kamera setzen. Habe dann eine Drehgenehmigung angesucht an die Lugner City. Kam 2 bis 3 Wochen keine Antwort. Habe ich mir gedacht, okay, muss ich jetzt wieder eine Szene, um die vorherige Frage nochmal aufzunehmen, muss jetzt wieder eine Szene umschreiben? Nein, nach 3 Wochen kam doch tatsächlich eine Mail von der Chefsekretärin. Ja, wir haben die Drehgenehmigung in der Lugner City und Herr Ingenieur Lugner spielt auch gerne mit. Naja, da waren alle Themen gebrochen. Ich habe dann die Szene geschrieben und wie es dann zum Drehtag kam, also wir kamen mit Tonmann, mit Kameramann, Clemens und ich kamen dann eben dort in die Lugner City an. Ich hatte das Vorgespräch mit Herrn Lugner, gab ihm die Szenenbeschreibung bezüglich Text.
Und ich muss ehrlich sagen, ein wahrer Profi. Also er hat den Text innerhalb von 2-3 Minuten gekannt, haben dann relativ schnell zum Drehen begonnen und war wirklich total authentisch. Wir waren alle begeistert von Richard Lochner. Er hat das tiptop gemacht und genauso sympathisch, wie man ihn eben aus dem österreichischen oder auch deutschen Fernsehen kennt. Du sprichst von Suchen und Finden. Da ergibt sich auch die Frage nach dem Soundtrack. Vielleicht kannst du ein bisschen über den Soundtrack des Films erzählen, vor allem auch über das Lied im Vorspann, denn das scheint ja wirklich wie für den Film geschrieben zu sein. Ja, dieses Musikstück hat ja eine ganz besondere Geschichte. Ich habe mir da ungefähr 300 oder 400 rechtefreie Musiktitel angehört, was ja wichtig ist, dass sie rechtefrei sind. Und stoß dann auf dieses Lied Ich graule nicht. Ja? Und also das, als ich das zum ersten Mal unserer Produktionsassistentin, meiner Partnerin Monika und meinem Drehpartner Clemens vorgespielt habe, kam eigentlich nur diese Reaktion. Gut, so viel zum Thema der Ersthörung. Ja? Aber nach und nach haben sich die beiden dann wirklich, okay, sie haben sich damit beschäftigt und in Ruhe angehört, die Szene dafür vorgestellt, eben diese Hommage an Wie ein wilder Stier, diese Zeitlupensequenz, und haben dann letztendlich doch beide befunden, ja, aber ist nicht schlecht. Und tatsächlich kam sie dann in der Endfassung des Filmes vor. Ja. Grundsätzlich allgemein kann man sagen, dass ich für die Musikauswahl zuständig war. Und ich wollte beiden Charakteren, also sowohl Zokarov als auch Auer, deren identische Musik präsentieren, ja, was für jeden symptomatisch ist. Und das war für mich eher die klassische, ruhige Musik und für einen Zokarov eben die wilde Hip-Hop-Musik. Das entspricht seinem Charakter, seinem jungen Charakter. Und diese Differenz war mir extrem wichtig, abgesehen von allen Handlungsteilen, wo er in einer großen Villa lebt, ich im Wohnwagen. Aber das Musikalische ist extrem wichtig in einem Film. Die Zusammenarbeit mit Clemens ist ja eigentlich nichts Neues für dich. Tja, euer ja. YouTube-Format Playzocker vs. Italo-Fille erfreut ja zahlreiche Fans. Kommt diese Erinnerung wieder hoch. Ja, danke. Aber für Auer war ja euer Format auch von Nutzen. Ihr konntet Material aus euren Episoden einbauen, unter anderem die legendäre Laufszene durch das nächtliche Wien, die ja 2016 sogar einen Festivalpreis gewonnen hat. Ja, das ist absolut korrekt. Also ich bin ja stolz darauf, dass wir diese Hommage an den Rocky Trainingslauf auf 12 Sekunden zusammenschneiden konnten. Denn diese 12 Sekunden war genau das Limit für dieses Landjäger Kürzest Filmfestival, was in Wien ausgetragen wurde. Und wir haben dort doch auch tatsächlich den Publikumspreis gewonnen. Und diese Szene war eine von zwei. Die zweite Szene war eben diese Kellersequenz, wo wir ein anderes Rocky-Video schon gedreht haben, die wir in den Auer-Film integriert haben. Alles andere ist komplett neu. Diese Szenen haben wir integriert, weil sie einfach schon so dermaßen gut waren, von der Substanz her, dass wir der Meinung waren, das müssen wir nicht noch einmal drehen. Wenn du dich an die Premiere im 15. Bezirk erinnerst, warst du mit den Reaktionen des Publikums auf bestimmte Szenen zufrieden? Das heißt, konntest du quasi dein Drehbuch wirklich durchsetzen beim Publikum, dass du sagst, die gewünschten Reaktionen sind eingetreten? Wahnsinn, Gänsehaut-Feeling. Ja. Ich bin ganz rechts gesessen in der ersten Reihe und als dieser Applaus aufbrandete, ja, schon bei Beginn des Abspanns, Gänsehaut-Feeling. Also bin wirklich demütig dankbar. Da habe ich seelisch wirklich so viel zurückbekommen von den ganzen Dreharbeiten, von dem ganzen Stress und so weiter. Also das war wirklich ein absolutes Highlight meines bisherigen künstlerischen Schaffens. Muss ich mich wirklich bedanken und ich fühle mich wirklich geehrt. War unglaublich. Was mir auch noch in Erinnerung ist bei dieser Premiere, dass also dieses berühmte Schulterklopfen, ich muss ich schon mal sagen, dass es berühmt ist, so gut angekommen ist. Am Anfang immer zögerlich, aber dann bei den letzten natürlich schon wahnsinniger Applaus und Gelächter. Wichtig ist die Tatsache,
dass dieses komplette Event, und zwar diese Weltpremiere, muss man sagen, also es war wirklich die allererste Vorführung von Auer öffentlich. Und da muss ich sagen, ich war wahnsinnig zufrieden, es hätte ja so viel schief gehen können. Man überlegt sich, was passiert, wenn der Blu-ray-Player jetzt eingeht? Ne? Dann müssen wir den Auer jetzt bühnenhaftig vor der Leinwand nachspielen, keine Ahnung. Was hätten wir dann gemacht? Es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Freue mich sehr über die Möglichkeit, dass wir das im ältesten österreichischen Kino uraufführen konnten. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und die Reaktion des Publikums, ja, wie gesagt, noch einmal auf deine Frage zurückkommend, ja, ich war begeistert. Ihr hattet ja auch Zuspruch von einer sehr speziellen Person, die auch als Gast bei der Premiere war. Mhm. Ja, vielleicht. Also unser Stargast, ich wollte einen Stargast auf der Premiere haben. Ja? Und da kam ja nur entweder ein Schauspieler oder ein Boxer in Frage, ja? Also der also thematisch reingepasst hat. Und ich habe mich zuerst einmal um die Boxer bemüht und habe zwei Boxer angefragt. Beide Boxer haben ursprünglich zugesagt. Und jetzt kommt das Interessante. Als ich Kontakt aufgenommen hatte mit dem aktuellen, amtierenden und ersten österreichischen WBC-Box-Europameister im Mittelgewicht, Gogi Gnesewisch, hat sich der zweite, dessen Namen ich jetzt fairerweise nicht nenne, bereits abgeseilt, um es österreichisch auszudrücken, kam dann nicht mehr. Aber ich war mit unserem Stargast sehr, sehr zufrieden. Er hat super gesprochen. Total sympathisch, auch seine charmante Gattin. Zum Beispiel der Spruch, als er gesagt hat, also seine Frau ist mehr boxbegeistert als er selbst. Also ich meine, ich glaube, alleine dieser Satz sagt bereits alles aus über die Sympathie. Es hat ihm auch unser Film gefallen, komischerweise. Nein, auch als Boxer, ihm hat ihm diese Geschichte, die Story, hat ihm irrsinnig gut gefallen. Hat uns dann sogar nachher, was gar nicht geplant wäre, dass er dann nach der Premiere, nach dem Film noch einmal vor der Leinwand tritt, hat er uns gebeten, er wollte dann auch noch ein paar Worte wechseln. Man sieht es ja dann in unserem Weltpremieren-Special. Also es ist alles tiptop gelaufen und ich bin wirklich nur demütig, dankbar und auch noch liebe Grüße an Herrn Gnesewitsch, der bei uns öffentlich seine Karriere beendet hat und erst zwei Tage danach in der Zeitung das dann bekannt gegeben hat. Clemens, kannst du kurz schildern, wie es war, als Robert auf dich zugekommen ist und dich gefragt hat, ob du einen Boxfilm drehen möchtest? Das war ein Wahnsinn. Das war echt. Also wir hatten ja schon den ersten quasi Rocky-Boxkampf gedreht. Und ich war so, was willst du? Echt? Ja, weil wir sind keine Boxer. Wir haben Boxen nie gelernt. Gut, wir haben das andere auch nie gelernt. Der Robert hat nie Drehbuch schreiben gelernt. Ich habe nie Kamera, Regie, sonst irgendwas gelernt. Und es war aber trotzdem irgendwie so eine Sache, wo man dachte, Boxen, da gehört so viel dazu, was wir alles nicht können. Aber für mich war es einfach die Geschichte, es ist ein Projekt und wir lernen dabei dazu und deswegen war es spannend. Also der erste Moment, wo der Robert gekommen ist mit dem Drehbuch und gesagt hat, ich hätte da die Idee für den Auerfilm und du spielst den Bösen, du spielst den Zuckerhof. Und ich habe den ersten, also wirklich den allerersten Drehbuchentwurf gelesen. Und ich dachte, okay, der Typ ist irgendwie ein Arsch. Also ich hasse diesen Typen jetzt schon, ne? Und dann aber Entschuldigung, war natürlich auf den Zuckerhof bezogen, nicht auf den Auer. Ja, ja. Und, aber dann der Unterschied mit dem alten Zuckerhof, ja, das war die Charakterentwicklung, die mich interessiert hat. Das war das, weil es war ein Charakter, den ich spiele in dem Film, als Jungen und als Alten. Und als Junge, wie gesagt, dieser arrogante, präpotente Sack, ja, den wirklich niemand auch nur ansatzweise leiden können kann. Und dann der Alte, der eigentlich schon relativ gesetzt ist, der relativ gechillt ist. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay,
Du hast das so geschrieben. Das ist der Moment, der interessiert mich und deswegen will ich diesen Film machen. Du hast ja für den Film nicht nur die Regie übernommen, sondern auch den Schnitt. Kannst du über die Vorarbeit erzählen, die notwendig ist, um eine Szene schon so zu drehen, dass sie für den Schnitt dann bestmöglich aufbereitet ist? Also das war sicher mein schwierigster Part bei den Dreharbeiten. Weil wir haben bei jedem Drehtag, sage ich jetzt mal, ungefähr 100 Einstellungen gedreht. Und wir haben diese Einstellungen dann immer vorsortiert. Wir haben uns immer wieder angeschaut, okay, passt, na, da haben wir die Kamera aufgedreht zum Check, okay, passt, ja, na gut, das kommt gleich mal in Miscure, passt fein. Und dann hat es aber immer wieder so Takes gegeben, wo man sich dachte, okay, das ist der Take für einen Film. Aber da gibt es den Take, der ist auch nicht schlecht. Oder da gibt es das ist auch in Ordnung. Und wir haben das vorsortiert. Und ich habe dann nach jedem Drehtag sind wir noch zusammengesessen und haben diese Shots sortiert. Und wir hatten den Filmordner. Da kamen alle Einstellungen rein, wo ich immer dachte, okay, passt, die sind im Film. Und die habe ich dann quasi benannt nach, keine Ahnung, 5 minus 23. Also quasi Szene 5, Einstellung 23. Oder nach der Reserve, weil es könnte man vielleicht auch noch brauchen, ist so schlecht vorgekommen. Und da haben wir wirklich alles einfach nur mal vorsortiert, weil das Schlimme ist, wir haben nicht zum Schneiden angefangen, bevor der Film nicht komplett fertig war. Erst dann haben wir angefangen, erst einmal die Szenen zum Aufbauen. Und da war aber ich schon vorher gefragt, weil ich immer wieder gedacht habe, okay, wir machen jetzt die Szene. Wenn ich jetzt diese Einstellung drehe, wie bauen wir von dieser Einstellung dann weiter auf? Wie geht das weiter? Weil es muss ja irgendwie alles zusammenpassen. Es kann ja nicht sein, dass die eine Einstellung für sich genommen gut ausschaut, aber dann im Konglomerat quasi, im Connex mit der ganzen Szene nicht reinpasst, nicht zusammenpasst. Also das war meines Erachtens auch das Schwierigste am ganzen Dreh, von den ganzen Einstellungen, die wir gemacht haben, dann die raussortieren, nicht jetzt zwangsläufig die am leibendsten ausschauen, sondern die am besten zusammenpassen. Die Kreativität ist ja eigentlich grenzenlos. Aber wie du schon vorher jetzt angemerkt hast, die technischen Bedingungen sind es leider nicht. Deswegen frage ich dich jetzt, wie schwer war es, Robert, oder euren gemeinsamen kreativen Input dann wirklich umzusetzen und mit den technischen Möglichkeiten zu vereinen? Hast du Beispiele im Kopf, wo ihr wirklich an den Grenzen dann quasi angestanden seid? Na, das Interessante war, ich meine, wenn der Robert eine Szene geschrieben hat, ja, er hatte ein Bild im Kopf. Und ich habe dann die Szene gelesen und ich hatte dann auch ein Bild im Kopf. Und in 90% von den Szenen waren diese Bilder eigentlich konkurrent. Ja, die waren gleich. Und bei anderen Szenen waren die Bilder aber unterschiedlich. Da haben wir dann einen gemeinsamen Nenner finden müssen. Da haben wir dann schauen müssen, okay, du stellst dir das da so vor, ich stelle mir das da so vor. Und es hat dann aber immer wieder gepasst. Weil die schwierigsten Szenen für mich waren die ich nicht unbedingt planen konnte. Weil ich sage mal, der Robert war derjenige, der hat alle Drehorte eigentlich vorher inspiziert. Der war bei 90% der Drehorten vorher präsent und hat sich das angeschaut und hat sich gedacht, ja genau, dort drehen wir, weil dort schaut das so aus und dort passt uns das 100% ins Konzept. Und ich bin dort hingekommen, okay, wo stellen wir die Kamera hin? Und dann hat es wieder einige Drehorte gegeben, wo wir beide noch nie waren, zum Beispiel beim Wohnwagen. Wir hatten beide die Szene im Kopf. Wir hatten beide einen Plan, wie die Szene ausschauen soll. Aber es war von uns beide noch niemand dort wirklich am Set. Und niemand hat gewusst, wie ist es dort wirklich. Also das waren, glaube ich, wirklich dann die größte Herausforderung. Aber der Plan war einfach, wir hatten dann an diesen Drehorten auch wirklich glücklicherweise meistens viel Zeit.
Also wir haben dann wirklich schauen können, setz dich mal dorthin, okay, ich hau die Kamera dort hinten hin. Na, und das haben wir dann wirklich, wirklich schön adjustieren können. Und wirklich schauen können, dass wir die Szene so aufbauen, wie ich sie mir vorstelle. Weil mein großer Plan war, dass ich am Set beim Drehen schon wusste, wie schaut dann nachher die Szene im Schnitt aus. Du hast vorhin angesprochen, das Zeitmanagement. Ihr hattet sicher auch Szenen, wo ein Zeitdruck da war, zum Beispiel auf der Wiener Comicbörse. Wie bist du mit dem Stress umgegangen, beziehungsweise wie konntest du diesem Zeitdruck entgegenwirken? Das ist eigentlich eine sehr große Herausforderung. Also ganz ehrlich, wir hatten zwei Szenen mit Zeitdruck. Wir hatten die Comicbörse mit der Pressekonferenz und wir hatten den Hauptkampf. Und das waren eigentlich die Szenen, wo man vorher dachte, wir kriegen das nie hin, wir schaffen das nie. Und lustigerweise waren beide Szenen komplett konträr. Weil das waren die einzigen Szenen, wo wir uns vorher eine Shotlist und alles genau überlegt haben. Jede einzelne Einstellung, jede einzelne Sekunde hatten wir genau geplant. Und auf der Comicbörse war es dann nachher so, dass wir eh schon unseren Zeitplan um eine halbe Stunde überzogen haben und dann ganz gerne noch ein bisschen mehr gehabt hätten. Aber im Gegensatz dazu beim Hauptkampf, da hatten wir fast eine Stunde Überzeit. Also da waren wir eine Stunde vorher fertig. Für mich war es einfach die Sache, ich habe nie auf die Zeit geschaut. Ich habe immer nur auf den Plan und vor allem auf den Drehplan geschaut. Wir müssen das drehen, das ist die nächste Einstellung und bam, bam, bam. Einstellung, nächste Einstellung. Ja, ich hatte das alles vorher vorbereitet, aus welcher Perspektive filmen wir welche Szene. Und die musste in die Kamera. Und mir war es komplett egal. Sind wir jetzt genau im Zeitplan? Sind wir ein bisschen davor, sind wir ein bisschen dahinter? Wurscht, ja? Weil das kannst du vielleicht bei der nächsten Einstellung wieder einholen. Weil es war zum Beispiel beim Hauptkampf die Sache, wir hatten uns mehr oder weniger grundsätzlich gesagt, okay, für jede Einstellung haben wir 5 Minuten. Und dann gab es aber Einstellungen, für die haben wir 10 Minuten gebraucht. Dann gab es Einstellungen, für die haben wir 20 Sekunden gebraucht. Ja? Mein Klassiker ist das, wo ich niederfall, wo mich der Robert niederschlagt. Das war eine One-Take-Geschicht. Wir haben das einmal gedreht und bei der Szene habe ich eigentlich fast gar nicht die Regie über gehabt, sondern eben der Philipp Rusch, der die Kamera gemacht hat, weil der war derjenige, den ich immer wieder gefragt habe, du, passt das eh, was wir da gedreht haben? Und er so, ja, passt. Aber bei der Einstellung hat er dann gesagt, ja, das war saugeil. Passt, tipptopp, nächstes. Ja. Und so haben wir eben immer einerseits den Plan überzogen, andererseits haben wir es wieder eingearbeitet. Und, aber trotzdem, bei der Pressekonferenz, es war zeitlich für mich die große Herausforderung, weil da haben wir wirklich überzogen. Da haben wir wirklich länger gebraucht, weil da waren einfach wahnsinnig viele Sachen, da waren auch wahnsinnig viele Dialogsachen dabei, wo wir einfach mehrere Takes braucht haben, mehrere Überlegungen braucht haben. Du hattest ja eigentlich eine Doppelbelastung, also eine Herausforderung, denn du bist ja vor der Kamera gestanden, aber auch hinter der Kamera gestanden. Wie war es für dich, quasi die Hauptrolle oder einer der Hauptrollen und die Regie gleichzeitig zu übernehmen? Es kommt auf die Szene an. Es kommt total auf die Szene an. Weil wenn es eine Szene war, wo zum Beispiel der Robert der Hauptcharakter war, da habe ich mich darauf verlassen können, ich bin hinter der Kamera. Das hat gepasst. Da habe ich den Robert dirigieren können, aber bei anderen Szenen zum Beispiel, wo ich dann hauptsächlich vor der Kamera war, vor allem bei OctoTV zum Beispiel, da haben wir uns dann mit unseren Rollen ausgetauscht. Da hat dann auch der Robert teilweise die Regie übernommen. Und er hat dann mir zum Beispiel gesagt bei OctoTV, nein, der eine Satz, da gehört die Stimme nach oben, da gehört die Stimme nach unten. Mach das noch einmal genau so. Und da muss ich wirklich sagen, weil, wie gesagt, wir haben beide Regie nicht gelernt. Aber mit den Anweisungen von Robert habe ich in jeder Szene was anfangen können. Ich bin da gesessen bei OctoTV und die Schwierigkeit für mich war ja die, der Robert hat
Der Robert hat sich ja wirklich den Luxus reingestellt ins Drehbuch. Er muss nicht sprechen. Fein, danke. Aber ich hatte die langen Texte. Und ich hatte wirklich einen Text, der ging über 15 Zeilen quasi auf dieser A4-Seite. Und er wollte dann wirklich, okay, bei dem Wort gehst du rauf, bei dem Wort gehst du runter und dort machst du das und da machst du das und da ist dann die Pause. Und ich bin dann, okay, passt, probieren wir das noch einmal. Ja? Und da war wirklich die Regieanweisungen total gesessen. Ich habe immer in jeder Szene genau gewusst, was will er, was will ich. Und das war die Sache, auch egal, wenn er jetzt gesprochen hat oder eben, wenn er nicht gesprochen hat. Ja, das war die Sache. Wir haben ja selten die Chance gehabt, dass wir eine Szene wirklich vorbereiten und wirklich durchspielen vorher. Das war immer erst am Set. Und da hat das dann aber immer wahnsinnig spontan funktioniert. Und das ist das, was ich bei der Produktion am spannendsten gefunden habe. Egal, ob es jetzt die Pressekonferenz war, wo wir total unter Zeitdruck waren, oder der Wohnwagen war, wo wir, hätten wir 10 Stunden später auch noch drehen können. Ja, furcht. Aber dieses Zusammenspiel, das war einfach für mich das, was diese Produktion ausmacht. Weil du vom Schneiden sprichst, wenn wir als Beispiel den Endkampf hernehmen, wie viel Filmmaterial bzw. Einstellungen wurden dann tatsächlich für das Finale verwendet und wie viele Einstellungen sind quasi auf der Strecke geblieben? Es ist bei uns wahnsinnig viel auf der Strecke geblieben. Also wir haben gedreht bis zum geht nicht mehr. Wobei, da waren eben diese Szenen, die Pressekonferenz und der Hauptkampf. Da blieb relativ wenig auf der Strecke. Weil das waren diese Sequenzen, wo wir wirklich gesagt haben, okay, wir müssen minutiös planen. Wir müssen jede Sekunde, die wir machen, die wir aufs Filmmaterial bannen, die muss geplant sein, die muss passen. Und da hat eben wirklich der Robert vorher die komplette Choreografie entworfen. Also jede Bewegung, die wir machen bei diesem Hauptkampf, die war vorher ausgemacht, die war vorher einstudiert. Die war vorher 100% durchgeplant. Und wir haben einfach dieselbe Bewegung 5-mal aus 5 verschiedenen Kamerapositionen durchgezogen, weil da wusste ich dann, okay, wir bewegen uns genau gleich. Das heißt, da kann ich jede Kameraperspektive zu jeder Zeit genau gegenschneiden. Und das war für mich der Luxus. Schwieriger waren eben diese Szenen, die wir mehr oder weniger improvisiert haben, wie eben im Wohnwagen oder im Pub oder sonst irgendwas, wo ein Dialog entstanden ist und wo ich dann wirklich schauen musste, die verschiedenen Einstellungen so, dass sie zum Dialog passen und zur Bewegung in der Szene passen, gegenschneiden kann. Weil da hatte ich dann keinen Plan, da gab es kein Skript, wer bewegt seine Hand, wie, wo, in welcher Szene, wer schaut wohin, in welcher Szene. Ja, da hast du dann wirklich schauen müssen, dass du das Material zusammenfindest, was wirklich zusammenpasst.